Hallo, heute zeige ich euch, wie man dieses leckere Spritzgebäck zubereitet. Folgende Zutaten benötigen wir dafür: 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, 2 Esslöffel Vanillezucker, da habe ich mich jetzt hier für den Zucker von Ankerkraut entschieden, 2 Eier, ein halbes Päckchen Backpulver und 250 Gramm Butter. Als erstes fangen wir damit an, die Butter mit dem Zucker schaumig aufzuschlagen. Ich stelle jetzt schon mal die Maschine an und gebe den Zucker stückchenweise dazu. Nun gebe ich die Eier hinzu und lasse alles nochmal richtig schön durchrühren. Während alles schön weiter rührt, geben wir jetzt den Vanillezucker und das Backpulver hinzu und lassen es wieder für ca. 5 Minuten schön durchrühren. Wenn die Masse so aussieht, gebe ich jetzt nur noch das Mehl hinzu, lasse das Ganze jetzt mit der Küchenmaschine nochmal ordentlich durchkneten und wenn es fertig durchgeknetet ist, zeige ich euch den Teig nochmal. So sieht der fertige Teig jetzt aus. Der wandert jetzt hier auf die Frischhaltefolie und geht erstmal für eine Stunde in den Kühlschrank, bevor wir mit dem Plätzchen anfangen können. Jetzt habe ich meinen Spritzgebäckteig in den Fleischwolf gefüllt. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich mache den jetzt an, jetzt wird es ein bisschen laut. Einen Moment und los geht's. Dauert einen kleinen Moment. Und dann reißt ihr das einfach so ab, legt es aufs Backblech. Und das mache ich jetzt mit dem ganzen Teig. Ich mache es jetzt nochmal aus. Das mache ich jetzt mit dem gesamten Teig. Und wenn das Backblech voll ist, sehen wir uns nochmal wieder. Das Spritzgebäck wandert jetzt bei 180 Grad für ca. 10 Minuten in den Backofen, bis sie schön goldbraun gebacken sind. Nach 10 Minuten ist das Spritzgebäck dann wirklich auch fertig und dann liegt es an euch, ob ihr es noch verzieren mögt. Hier vorne habe ich so ein paar mit weißer und Vollmilchschokolade eingetaucht und dann kann die Weihnachtszeit kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen netten Kommentar oder auch ein Abo freuen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.